Der Himmel ist dunkel, die Nacht ist lang, überall laute Geräusche, viel Geböller, die Tiere haben Angst. Alles ist so laut, dass man nicht schlafen kann. Das ist die Silvester-Erfahrung. Hey Leute, willkommen zu diesem chilligen, entspannten und lehrreichen Silvester-Talk. Wir machen ja jetzt seit mehreren Jahren, haben wir immer am Silvestertag einen Silvester-Talk gemacht. Somit auch wieder dieses Jahr. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, euer Jahr war gut. Ich werde heute über jeden einzelnen Monat einmal durchgehen und immer sagen, wie es alles so war, wie alles lief. Und vor allem werde ich ganz am Ende noch ein paar, ich würde sagen, Wünsche für die Zukunft äußern, was noch auf euch alles zukommen wird. Und was ich hoffe, was noch auf euch zukommt. Je nachdem, ob ich das alles halt auch hinkriege oder nicht. Ihr werdet bei mir im Hintergrund sehr viel Feuerwerk hören. Hunde, die bellen. Noch mehr Feuerwerk. Also, macht euch darauf gefasst. Ja, dieses Jahr fühlte sich irgendwie an wie eine Überbrückung, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach jetzt in dieser Zeit mein Zeitgefühl, sage ich mal, verloren habe. Aber irgendwie dieses Jahr hat sich echt... war schon seltsam. Das ganze Jahr lang über war alles seltsam. Aber hey, wieso reden wir nicht einfach drüber? Angefangen mit dem Januar. Im Januar habe ich Pokémon Karmesin gespielt, habe die Story beendet, Afterstory angefangen und also für die Leute, die nicht wissen, wie ich Karmesin finde, ich finde das Spiel in Ordnung. Es hat natürlich hier und da richtig viele Flaws, zum Beispiel, dass das Spiel extrem buggy ist, laggt und alles. Aber die Story ist gut, Gameplay ist gar nicht mal so schlecht. So, das war jetzt das ganz Grobe. Und die Afterstory haben wir da angefangen. Die war relativ boring, aber zum Glück nicht so boring wie bei Schwert und Schild. Also da war ich auf jeden Fall schon mal Schlimmeres gewohnt. Ich habe, wie es sich eigentlich gehört, in fast jedem Januar, den ich bisher gemacht habe, also die letzten paar Jahre, habe ich natürlich wieder ein neues Kirby-Spiel angefangen. Ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt das Jahr, das nachfolgende 2024 Jahr, genauso sein wird. Aber ich schweife ab, ich habe im Januar Kirby's Dream Land 3 gestartet. Ein sehr, sehr cooles SNES-Spiel. Der Hauptgrund, warum es so cool ist, ist einfach der Artstyle, weil es so wirklich sein eigener Artstyle, diesem Wasserfarben-Design. Und ich finde Level-Design ist auch in Ordnung. Spiel ist generell voll in Ordnung, ist halt ein altes Kirby-Spiel. Ist halt ein Klassiker und ich hatte ihn halt nie gespielt gehabt, deshalb habe ich ihn dort einfach mal ausprobiert. Und literally am vorletzten Januartag dann auch schon wieder beendet. Ist halt ein kurzes Spiel gewesen. Kirby-Spiele sind generell nicht wirklich lange und vor allem auch nicht die alten. Und deshalb war das auch nicht so lang. Ich habe dann auch ein random Steam-Game angezockt, Dadish. Okay, es war jetzt kein Steam-Game, aber es gibt's auf Steam und auf Handy, glaube ich, auch. Ist auf jeden Fall so, es kostet ein paar Euro und es ist halt ein süßes kleines Plattformer-Game, wo man als so ein Dad spielt, der sucht halt seine kleinen Kids. Das sind alles hier Radish, was war's nochmal? Rettiche, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ganz nettes Game. Und das haben wir durchgezockt innerhalb von zwei Videos, hab's aufgeteilt. Außerdem habe ich in dem Monat ein bisschen mit meinem 3DS ein paar Sachen ausgetestet. Ich glaube, da habe ich auch sehr viel über das Thema geredet, wie es mit dem 3DS aussieht, wie ich dazu stehe und alles. Dazu dann aber auch später noch ein bisschen mehr. Es kamen endlich wieder Twitch-Streams. Denn der letzte, den ich ja zu der Zeit gemacht hatte, war am, Anfang Dezember, glaube ich, von 2022. Wie auch immer. Es gab endlich wieder Twitch-Streams. Und, wie ihr merkt, bis jetzt gerade war ich ja immer auf Twitch-Streams. Also. Und ich hatte ja auch im Dezember angefangen, einen neuen Bereich zu bekommen in meinem Job in Real Life, wo ich jetzt nicht wirklich viel drauf eingehen möchte. Ich möchte euch nur sagen, dass es da im Dezember angefangen hat. Das heißt, seit der Zeit ist einiges passiert. Wenn ich darüber nachdenke, Januar ist wirklich schon extrem lange her. Auf jeden Fall, der Job, ich habe ihn zwischendrin nochmal einen Bereich gewechselt, das quasi auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, in welchem Monat das war. Auf jeden Fall irgendwann, ich glaube Mitte des Jahres jetzt oder so. Auf jeden Fall, jetzt, wo ich gerade arbeite, handwerkliches, sag ich mal,
Ist ganz in Ordnung. Ist kein Job, den ich jetzt für immer machen werde. Ist auf jeden Fall aber eine Zwischenlösung, mit der ich leben kann. Und wir schauen mal, wo mich meine Reise führen wird. Ja, und wie ihr alle wisst, bin ich im Februar umgezogen. Ich habe das, glaube ich, schon im Video erklärt. Könnt ihr euch das anschauen. Aber ganz grob gesagt, wir wurden gezwungen, mehr oder weniger umzuziehen. Der Umzug ist, ich sag's mal so, er ist größtenteils gelungen. Ich bin hier angekommen. Ich konnte die ersten paar Monate das noch nicht alles wirklich fassen. Ich konnte das nicht alles noch nicht wirklich verarbeiten. Mittlerweile alles verarbeitet. Mittlerweile geht's mir in meinem neuen Zimmer auch gut. Aber was er damit sagen will, Umzug ist gelungen. Mittlerweile ist es in Ordnung. Mittlerweile habe ich mich mit allem zurechtgefunden. Ich kann euch aber sagen, zu der Zeit war das für mich noch echt, echt schwer. Ich weiß noch, die ersten paar Tage, da hatte ich meinen Schreibtisch noch ganz woanders. Ich wollte irgendwie das so haben, dass ich direkt an die Wand bin. Jetzt bin ich ja irgendwie genau im Gegenteil. Aber ich wollte das so haben, dass mein Schreibtisch am Anfang irgendwo mitten im Raum ist und ich dann an der Wand bin. Und jetzt ist es genau andersrum. Mein PC ist direkt an der Wand und ich bin mitten im Raum. Was? Naja, besser aussieht. Ich weiß, ob es besser klappt, aber es sieht besser aus. Okay, ich habe auch ein Random Game gespielt namens Neon Beats. Das war ein ganz nettes Spiel, es war auch sehr kurz. Es gibt auch noch einen DLC dafür, der ein paar Euro kostet. Dann geht das Spiel nochmal ein paar Stunden länger. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den holen will zu der Zeit. Hatte ich da irgendwie nicht so Bock drauf. Mittlerweile weiß ich auch nicht, aber ja. Sehr interessant, ich habe Lego Indiana Jones 1 in diesem Monat angefangen zu Let's Playen. Nachdem ich ja, ich glaube von einem Jahr oder zwei oder wann auch immer das war, habe ich ja Lego Indiana Jones 2 mit Michael zusammen ohne Michael sogar. Habe ich ohne Michael Let's Played. Er hat es mir empfohlen und ich wollte es auch zocken, ich hatte Interesse dran und er hat sich auch durch meine ganzen Parts gequält, sag ich mal. Nein, gequält nicht. Er hat sich freiwillig angeschaut, aber trotzdem hatte ich das früher gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da Lego Indiana Jones 1 mit ihm zusammen gemacht habe, da habe ich gemerkt, das ist das Richtige. Lego sollte, also die Lego-Spiele machen zu zweit einfach viel mehr Spaß. Und ja, das alte Let's Play habe ich ja abgebrochen. Und dafür dann Neues anfangen wollen, aber wir wollten erstmal den ersten Teil durchspielen. Deshalb hier Lego Indiana Jones 1. Cringy Dingy! SpongeBob hat was gesagt? Die Folge kam raus. Ich finde es immer noch eine der besten Folgen, ganz ehrlich. Also, schaut es euch an. Es ist ein echt lustiges Video. Für die Leute, die nicht wissen, was Cringy Dingy ist, weil ich ja noch nicht genau weiß, ob ich das weitermache oder nicht. Dazu später mehr im Video. Da schauen wir uns einfach irgendwelche peinlichen Videos an, die mir Leute geschickt haben, und es ist lustig und unangenehm und cringe und ja. Es gab ein Nintendo Direct und your tactical skills ready. Calling all strategy fans. Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp is on. Fling to the Finish ist ein Spiel, was ich auf Twitch zusammen mit Ingi gezockt habe. Ich finde, es ein lustiges Spiel. Es ist halt so zwei Kugeln und die sind zusammengebunden an einer Schnur und man muss zusammen Parcours machen. Es ist ein ganz cooles Spiel. Wir haben es ewig nicht mehr weitergezockt. Wir hatten da zu der Zeit, ich hatte das halt vor ein bisschen längerem entdeckt und fand das halt cool. Hab das mit Ingi gezockt. Ich glaube, das Problem ist, dass Ingi nachdem ich halt immer gesagt habe, komm, wir müssen das Level 5 mal spielen, denn es gibt 5 verschiedene Modi in jedem Level. Und irgendwie denkt sich dann immer so, oh. Und dann hat er keinen Bock auf das Spiel und ich glaube, ich habe es irgendwann zu weit getrieben. Keine Ahnung, ob wir das jemals nochmal spielen. Auf jeden Fall das letzte Mal, als ich ihn gefragt hatte, meinte er, hatte keinen Bock mehr drauf. Wir schauen mal. Welcome to Minecraft Mod, Zelda Adventure. Auf jeden Fall, Minecraft Mod Zelda Adventure von der Adventure Craft Mod für Minecraft. Ich weiß, es ist ein Mouthful, aber auf jeden Fall eine Minecraft Mod in einer Minecraft Mod, wo man ein Zelda-Abenteuer hat.
ist ein sehr cooles Game. Viele von euch kennen das wahrscheinlich auch von Nintendo. Ihr habt das früher gezockt, als er noch Gaikai hieß. Und der Grund, warum ich damals zu dem Stream gezockt hatte, diese zwei, drei Streams, die ich gemacht habe, weil anfangs geplant war, dass die Vollversion von der neuesten Version der Mod, die 1.0-Version, sagen wir mal so, dass sie dieses Jahr noch released wird. Wir haben jetzt den 31. Es wird nicht mehr released. Also, ja, bisschen schade. Die haben auch nichts dazu gesagt. Ich war mir aber relativ sicher tatsächlich, dass dies dieses Jahr released ist. Deshalb habe ich diesen Stream auch schon zum Februar gemacht. War trotzdem richtig spaßig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hier und da gab es ein paar Bullshit-Momente, aber trotzdem, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ja. Oh, und es gab noch eine Pokémon Presents. Da wurde der DLC angekündigt. Und ich glaube, diese hier, die paar Legis gezeigt. Suicune und Viridium. Die beide mittlerweile irgendwie als Mythical zählen. Oder als Event-Pokémon auf jeden Fall zählen. Weil die waren halt da ein kleines Event. Und die konnte man nur in diesen Terror Raids bekommen. Und naja. Jetzt im DLC gibt es noch die anderen Formen mit Raikou, Entei und Terrakium. Der andere Dude, ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall, die gibt es im DLC jetzt, aber Suicune und Viridium nicht. Ah ja, Kobalum hieß der, genau. Finde ich irgendwie ein bisschen weird, aber ja. Genau, im März haben wir die dann auch gefangen. Und ich habe ein Video drüber gemacht und gezeigt. Ansonsten gab es halt wieder Lego Indie und das wurde später auch in dem Monat beendet. Ja, der erste Teil war ein cooles Game. Es war anders aufgebaut als der zweite Teil und irgendwie, wir haben den zweiten Teil noch nicht durch, dazu komme ich aber auch noch. Aber bisher würde ich sagen, ist der erste Teil doch schon besser. Also war ein cooles Game. Weiß aber nicht, ob ich es heutzutage noch empfehlen würde, wirklich nur für die, die es noch wirklich super interessiert, aber ansonsten, falls ihr euch denkt, das sieht ganz lustig aus, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, so ein Spiel wie Lego Star Wars, entweder das alte oder das neue, je nachdem, sind ja beide komplett anders. Ich glaube, das würde euch eher mehr gefallen, aber vielleicht kommen wir auch noch zu denen. Hängt an Michael ab, es hängt von Michael ab, ob er darauf Bock hat, aber ich habe schon Bock und ich glaube, er hat auch Bock, aber warum es vielleicht nicht passieren könnte, sage ich euch später noch. Zu viel gelabert, kommen wir zu was Interessantem. Meine Top 10 3DS-Spielliste mit eShop Games Included, das Video kam. Denn ich wollte unbedingt noch ein Video machen dazu. Und ich finde, das Video ist relativ in Ordnung. Heutzutage würde ich sagen, hier und da kann ich ein bisschen was abändern. Aber es ist voll in Ordnung. Könnt ihr euch auch immer noch anschauen. Aber naja, ich habe das Video, glaube ich, ein bisschen einen Ticken zu spät released, weil das war ein paar Tage oder eine Woche oder so, bevor der eShop down war. Also wirklich so Last-Minute-Video für die Leute, die sich noch was im eShop kaufen wollen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch am Ende des Videos gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten, die Sachen kostenlos, jetzt immer noch kostenlos zu erhalten. Ne, ich habe ja auch am Anfang dieses Videos erwähnt im Januar, ich habe ein bisschen ausgetestet mit dem 3DS und so und ausgetrickst und alles. Ich darf da nicht so ins Detail gehen, aber basically, es gibt eine Art und Weise, den SD-Karten-Slot sehr gut zu benutzen auf dem 3DS. Sag mal so. Baba is You habe ich gestartet. Ist ein cooles Rätselgame, was am Anfang sehr coole Ideen weist und sehr viel Potenzial zeigt, aber später nur noch Pain ist und viel zu verdammt schwer und ich, vielleicht spiel ich's auch durch. Add on Time hat auch gestartet, direkt danach irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, irgendwie zwei Spiele direkt nacheinander zu starten, das werde ich heutzutage nicht mehr machen. Also, nicht, dass ich wüsste, aber ja, Add on Time ist ein sehr cooles Spiel, ist ein 3D Collector von Jump'n'Run artiges Game und es ist sehr süß. Das Base Game ist sehr, sehr süß. Das kann ich euch allen empfehlen, euch das anzuschauen. Es hat sehr Spaß gemacht und ist auch lustig. Ja. Painfully Stupid ist genauso lustig. Da habe ich dann endlich mal eine weitere Folge zu gemacht. Und die Aufnahmen in dem Video waren schon sehr alt, aber war trotzdem lustig. Dachte ich mir, ist es worth it, noch ein Video zu machen. Das habe ich da, ich glaube, zwei Videos oder so noch zu gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Jackbox ist irgendwie immer lustig.
bin damn sick, das Video habe ich hochgeladen. Ich hatte, glaube ich, kein Corona. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da los war. Auf jeden Fall war ich übelst krank und naja. Ich habe auf Switch auch noch ein bisschen Gescheini hunted. South Park Stick of Truth haben wir da auch durchgezockt. Ist ein sehr lustiges Spiel. Ist halt South Park. South Park ist super. Und am Ende des Monats habe ich auch noch einen Sea of Thieves Livestream gemacht. Der war ganz normal. Es war ein ganz normaler Stream. Leute, wie findet ihr mein neuen Sea of Thieves auf dem 3DS? Alter, das ist echt schlimm. April, im ersten Apriltag gab es das Garden of Ban Ban Video. Also vom ersten Teil, der war kostenlos und ich habe ihn da gezockt. Ich habe mich richtig über das Spiel lustig gemacht. Ich habe gesagt, oh mein Gott, Leute, das ist wie FNAF, das ist so gruselig. Und dann habe ich so richtig Fake Jumpscares gemacht. Ich hoffe, es ist bei euch allen angekommen, dass das Fake ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche da draußen denken, oh, als ob da wirklich so viel Angst hat für dieses Ban Ban Spiel. Ich finde es gar nicht mal so gruselig. Ne? Ich hab da alles gefaked, immer am 1. April in den Videos. Wenn es kein ganz normales Video ist, ist es alles gefaked. Naja, meistens. Es kommt drauf an, was ich jetzt für dieses 2024 ja, am 1. April geplant habe. Das werdet ihr dann sehen. Aber ich spoiler nichts. Ja, war ein sehr lustiges Video. Ansonsten gab es noch mehr Ahead in Time und mehr Baba's You. Und Dare Dash 2 habe ich gespielt. Es gibt auch noch ein Dare Dash 3. Weil ich auch noch spielen werde. Ich habe es doch schon ein bisschen angezockt, aber dann hatte ich nicht mehr die Zeit gefunden, um weiter zu spielen. Wir schauen mal. Ich habe Celeste durchgespielt. Nur mit a little bit of cheating. Mehr nicht. South Park Fractured But Whole habe ich einen freaking Stream gemacht zu. Ich habe es komplett dann vergessen und dann hatte ich andere Spiele, die ich unbedingt spielen wollte. Sploon habe ich ein freaking Stream gemacht, weil ich unbedingt noch mal ein bisschen Splatoon weiterspielen wollte. Oh Gott, wie sich womit sie fühlen musste damals, als er so lange warten musste. Fühlt sich ja wahrscheinlich jetzt immer noch so bei Hyper Dimension Neptunia, wenn ich das immer mal weiterspiele. Dann ist er, dann ist er ganz alt. Minecraft Legends habe ich einen freaking Stream gemacht. Der Variety-Streamer. Ja, Minecraft Legends ist ein ganz nettes Spiel. Ich hab's halt an einem Tag gespielt. Ich hab da... Alter, wie viel hab ich da ausgegeben? 40 Euro oder so? Ich hab's an dem einen Tag gespielt. Es ist ganz nett. Aber am Ende des Streams habe ich mir so gedacht, okay, welches Spiel wieder starte? Was ist dann mein Goal? Irgendwie habe ich keine Ahnung so genau, was ich als nächstes im Spiel machen soll. Ich hab's, by the way, danach gar nicht mehr angefasst. Also rip meine 40 Euro oder was das war zu Release. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals wieder anfasse. Ist ein bisschen nett. Spielt sich gut aus. Aber, boah, das Gameplay ist so, es ist echt schwach. Also, selbst Minecraft Dungeons hatte mehr Ziel und mehr Gameplay als das. Und da Minecraft Dungeons ist für mich auch noch einmal durchspielen direkt langweilig gewesen. Obwohl ich mich richtig zum Release richtig gefreut habe und gehypt war auf die DLCs, die noch kommen. Und dann einfach aufgehört hab. Ja. Oh, und Advance Wars kam raus. Let's go! Ich hab's nur so 10 Stunden gespielt oder so. Ich hatte einfach keine Zeit mehr für das Spiel und auch keinen Bock. Weil das letzte Mal, als ich gespielt habe, war, glaube ich, keine Ahnung, irgendeine schwere Mission. Ich weiß nicht mehr. Am 1. Mai habe ich ein Video gemacht zum Isaac Four Souls Kartenspiel, denn meine Order kam endlich an. Ist ein sehr cooles Kartenspiel. Ich glaube, das Video habe ich ein bisschen verkackt. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen interessanter gestalten können. Ich blabere und blabere immer ganz viel und dann ist es, glaube ich, ein bisschen zu nerdy und zu langweilig. Aber ich kann euch sagen, Isaac Four Souls ist kein langweiliges Spiel und falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Spiel holen wollt oder nicht, es gibt im Tabletop-Simulator eine Version, die ihr einfach so kostenlos downloaden könnt und das dann mal einfach mit Freunden oder einfach so nur alleine ausprobieren könnt. Das ist ein sehr cooles Spiel. Ja, nur zu schade, dass ich es im Real Life habe für über 200 Euro oder so und es einfach niemand spielen will. Ahead in Time kam das Story-Ende zu und der DLC
hat angefangen. Barbaros U existiert, I guess. Ich habe noch ein Patently Stupid Video gemacht und später auch nochmal ein Talking Points Video. Ist halt beides Jackbox, deshalb erwähne ich es direkt in einem Fall Guys Creative Season oder Update oder was auch immer es jetzt genau ist. Auf jeden Fall das neue Fall Guys Ding abkam raus. Und zum Release muss ich ehrlich sagen, war es echt relativ enttäuschend. Also ich fand, das war cool, wie die Custom Level alle integriert wurden, dass sie neun Level sind, obwohl ich es nicht so angesehen habe und es immer noch nicht tue. Aber zu Release war der Stage-Builder echt richtig miserabel und das habe ich auch in dem Video gezeigt. Nur das Video, muss ich sagen, it didn't age well. Es ist jetzt schon veraltet, denn ja, der Stage-Builder ist schon viel, viel besser geworden mittlerweile. Er ist schon, ich würde sagen, er ist sogar schon relativ gut. Ja, also ich würde zwar vielleicht ein Video machen über, wie ich darüber, ein Video machen, wie ich da ein Level baue. Oder ob ich da Level zocke. Aber ich weiß nicht. Ich habe aber bisher noch kein weiteres Video gemacht so Fall Guys, weil zum einen, es gibt keine neuen Updates mehr. Die werden auch wahrscheinlich keine neuen Updates mehr machen. Also keine richtigen neuen Season-Updates. Und zum anderen haben die bisher immer noch keinen anderen Spielmodus für den Stage-Spieler eingepackt. Wir haben immer noch nur Rennen zum Ziel als Spielmodus. Immer noch kein Überleben oder so, wo ich mir denke, das ist doch bestimmt super einfach zu programmieren. Aber ja, haben die immer noch nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jemals wieder ein Fall Guys Video kommt. Weil ich habe zwar jetzt noch ab und zu mal ein bisschen Fall Guys gespielt, aber das Spiel ist echt... ist echt abgestürzt. Es ist schade. Ich mochte Fall Guys. Es ist aber irgendwie echt abgestürzt. Um ein bisschen ins Positive wieder reinzukommen. Ich habe mein erstes 2K gerenderte Video hochgeladen. Das war hier Ahead in Time DLC. Der zweite DLC, den habe ich dann direkt so angefangen. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist einfach nur, damit YouTube sieht, oh, das Video hat ja höhere Auflösung als 1080p, also 1K, mehr oder weniger. Das war Full HD, ne? Es ist nicht Full HD, es ist höher als das. Da müssen wir dir gleich einen besseren Codierer geben. Die ganzen Pixel werden schöner aussehen. Es wird nicht mehr so Pixelbrei, wenn zu viel auf dem Bildschirm los ist. Es sieht alles insgesamt etwas schöner aus. Deswegen ist, das ändert rein gar nichts in der Videodatei. Das Einzige, was es macht, ist, den YouTube-Codierer zu sagen, jo, das Video wird auf eine bessere Qualität hochgeladen. Leider kann ich das nicht mehr für die alten Videos machen. Ich weiß ja nicht, ob man da dieses Premium 1080p anmachen kann, wenn man YouTube Premium hat. Ich weiß nicht, wie man das freischaltet. Ich weiß, dass es existiert. Ich weiß aber nicht, wie man das freischaltet für einen selber. Aber egal. Jetzt mache ich so. Jetzt sehen die Videos ein bisschen schöner aus. Vielleicht merkt man das auch. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gemerkt. Und ich dachte mal, das pointe ich mal out. Auf Twitch habe ich in dem Monat Zelda BOTW das erste Mal durchspielen können. Ich habe das nämlich immer weggeschoben, das Spiel, weil ich mir dachte, boah, ich habe zwar jetzt alle 4 Titanen, aber ich möchte auch unbedingt den 5. Titan haben, weil das gehört irgendwie auch dazu und ich habe noch Ganon nicht besiegt und ich weiß noch nicht, wie Ganon aussieht und ich werde immer gespoilert, so ein kleines Stückchen hier von dem Kampf und hier von Ganon und alles. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, TOTK kommt jetzt ein paar Wochen raus, komm, ich zock das jetzt. Vor allem, weil ich das letztens auch in einem Stream zu der Zeit gefragt hatte, ob Leute das wollen und tatsächlich, Leute haben gesagt, ja, mach das mal. Und dann habe ich gestreamt und tatsächlich, es kam gut an. Und ja, ich habe es durchgespielt. Es ist ein nice Game, BOTW, gefällt mir. Und dann kam TOTK raus. Nicht nur hatte ich anfangs Probleme mit dem Game, weil ich das nicht alles gecheckt habe am Anfang und weil mir das Spiel bis kompliziert wirkte. Nicht nur das, sondern ich habe super schnell die Interesse an dem Spiel verloren und ich habe bisher gerade mal 5 Stunden oder so. Ich habe nicht weitergezockt. Und keine Ahnung, wann ich da jemals weiterspiele. Keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall ein anderes Zelda-Spiel, was mich mehr interessiert hat. Und zwar Zelda The Minish Cap. Das wollte ich nämlich unbedingt mal zocken, denn alle haben gesagt so, oh mein Gott, Minish Cap, das Beste 2D Zelda, man muss es gespielt haben. Und ich habe es dann gespielt. Und ich stimme zwar nicht zu, dass es das beste 2D Zelda ist, ich stimme aber zu, dass es ein gutes 2D Zelda ist. Einer der besseren auf jeden Fall. Und ja, das war im Juni angefangen.
Oh, und Ende Mai hatte übrigens, habe ich übrigens Head in Time, den Hardcore Extremo Deathwish Mode. Auf jeden Fall den Deathwish Modus habe ich Ende Mai angefangen und dann im Juni weiterhin gemacht. Ist, ja, ich glaube, selbst für die Leute, die sich nicht wirklich für das Spiel interessieren, könnte es lustig sein, sich das anzuschauen, weil es gibt da sehr harte Level, sehr viel Rage, sehr viel Bullshit und ja. Aber es existierte. Madverse City, ein weiteres Jackbox-Spiel habe ich da gezockt. Ich finde, das war eigentlich ganz lustig. Ich weiß aber nicht, ob ich da nochmal so ein Video zu machen würde. Ich gucke generell gerade so, zu welchen Jackbox-Spielen ich finde, ja, da würde es ein Video zu lohnen. Vor allem, wenn ich jetzt hier die ganzen Clips zusammensetze. Ich habe, by the way, Jackbox-Spiele, wo ich super viele Clips von habe, wo ich mir überdenke, nee, das ist gar nicht mal so gut jetzt für ein Video. Aber vielleicht mache ich da mal so ein Mülleimer-Video draus, wo ich alles reintonne. Und dann habt ihr das, damit ich das los bin. Keine Ahnung. Es gab eine Nintendo Direct, wo ich zu der Zeit gesagt habe, das ist die beste Nintendo Direct überhaupt. Was haben wir so alles krass gesehen? Wir haben Sachen gesehen wie Mario Wonder, endlich das 2D-Mario-Spiel, was ich mir immer gewünscht habe. Mario RPG, voll krass zu der Zeit. Junge, Mario RPG aus dem SNES, was... Gino! Was muss ich sagen? Gino auf der Switch. Mehr muss ich nicht sagen. Und Pikmin 4. Ich find's so krass. Nach irgendwie 10 Jahren oder so, wo es immer diese Theorie gab. Oh mein Gott, die haben ja damals gesagt, Pikmin 4 ist schon fast fertig. Und jetzt zeigen sie wirklich mal Pikmin 4. Das war übelst krass. Und ich find immer noch, dass die Nintendo da wirklich relativ krass war. Rüber auf Twitch habe ich ein bisschen FNAF 2 versucht. Offline auch ein bisschen FNAF 3. Kleines Tick ein bisschen auf FNAF 4. Ich habe da zu der Zeit mir einfach Gedanken gemacht wegen FNAF, wie da mein Five Nights at Freddy's Content auf dem Kanal weitergehen soll. Ich bin immer noch überlegen, wie ich es mache. Aber Standpunkt jetzt, ich habe noch nicht FNAF 2, 3 und 4 aufgegeben. FNAF 1 habe ich ja komplett durch, jetzt habe ich nicht drüber. Ich habe irgendwann nochmal vor, ein bisschen da weiter zu probieren. Aber wir werden wahrscheinlich 2024 ein paar FNAF-Spiele spielen. Unter anderem ein paar Fangames, die richtig gut sind. Also für die Leute, die hier Horror-Content mögen. Seid gespannt. Murder auf Sonic the Hedgehog habe ich gespielt. Das war ein nettes Kurzgame, was kostenlos war auf Steam. Und das sah schön aus. Das war ganz nett. Ja. Lego Brick Tales habe ich einen freaking Stream gemacht. Ich muss aber auch wirklich sagen, am Anfang war ich so richtig krass gehypt auf das Spiel und also nicht so krass gehypt, aber ich war auf jeden Fall gehypt auf das Spiel und es sah auch alles gut aus. Ich habe den Preis angeschaut und dachte mir so, Builder's Journey war schon teuer, aber du... Und dann habe ich es gespielt und es war einfach nur Bridge Constructor in Lego-Form. Nein, ehrlich. Das war so das Gameplay, was ich davon mitgezogen habe. Ich war, ja, money wasted, würde ich sagen. Also, nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal zu zurückkomme. Head in Time habe ich auf Twitch auch noch sehr, sehr viel gegrindet. Ich finde, das war auch eine gute Entscheidung, es ab und zu mal zu streamen. Ich hätte wahrscheinlich aber neben dem Stream auch selber aufnehmen sollen, weil dadurch ist ein bisschen die Qualität runtergegangen, weil wozu rendere ich meine Videos auf 2K, wenn Twitch nur 1K, also 1080p akzeptiert und dann somit alles ein bisschen kacke aussieht, weil der Codierer immer gleich... Ihr wisst, was ich meine. Oh, und ich habe Pikmin 3 zusammen mit Johnny durchgespielt, weil ich hatte es damals nie durchgespielt, weil ich diesen Final Boss so ätzend fand und nie wusste, genau wie ich das anstellen soll und so viel Zeit verschwendet habe. Dann habe ich Johnny hergeholt, der allerbeste, vor allem wenn es um Pikmin geht. Und dann wird er durchgeholfen. Und dann habe ich das erste Mal Pikmin 3 durchgespielt. Und, ja, der Bosskampf selber war nicht so schwer wie das Level, was er dafür machen muss. Im Juli gab es noch mehr Zelda, mehr Ahead in Time und eigentlich sogar das Ende vom Albtraum in Ahead in Time. Also, mein Albtraum ist zu Ende. Ich habe es endlich durchgespielt. Ich habe jedes einzelne Todeswunsch Deathwish Level durchgespielt. Das, was so wenig Leute gemacht haben. Ich muss aber sagen, ich bin noch gar nicht durch mit Ahead in Time. Es gibt noch ein paar Dinge, die ich machen werde. Und da kommen bestimmt noch so 2-3 Videos oder so auf euch zu für Ahead in Time.
Ein Bonusvideo, ein hier DLC-Video und ah, es gibt ja jetzt gerade noch. Oh verdammt, es gibt ja jetzt gerade noch das Weihnachtsevent. Oh, das müsste ich eigentlich auch noch spielen. Das geht nur eine Stunde oder so. Ja, schauen wir mal. Dark Souls Remastered, da habe ich einen freaking Stream zugemacht auf YouTube und da habe dann irgendwann gesagt, also am Ende des Videos, nee, es war so, der Stream verlief so hoch, runter mit der Laune. Dann habe ich irgendwann den Boss dort besiegt, diesen großen Drachen. Dann ist meine Laune ganz nach oben gerast. Am Ende des Streams dachte ich mir so, jetzt habe ich voll Bock weiterzumachen. Und ich habe das ganze Jahr lang über nicht mehr weitergespielt. Es hängt auch ein bisschen von Danny ab, weil Danny hilft mir so ein bisschen durch das Spiel durch. Ich würde schon sagen, er carryt mich ein bisschen durch. Nicht super viel, aber halt schon ein bisschen. Und ich halte mich da immer an ihn und er hat oftmals keinen Bock. Und ja, zu der Zeit hatte ich auf jeden Fall Bock, aber hat irgendwie alles da nicht zusammengepasst. Ich werde Dark Souls Remastered weiterhin spielen. Ich werde es wahrscheinlich aber nur so machen, dass ich auf Twitch streame. Dass ich da auf Twitch, glaube ich, mehr Leute für Dark Souls interessieren als auf YouTube. Und die VODs dann tatsächlich sogar auf YouTube nicht gelistet hochladen in der Dark Souls Playlist. Was ich eigentlich nie mache. Ich lade selten VODs von Twitch hoch, weil du kannst einfach auf Twitch gehen und die das anschauen. Aber ich finde, bei Dark Souls passt das schon, vor allem, weil ich es bei YouTube angefangen habe. Wie auch immer. Ach ja, und könnte ich noch an Shiny Ho erinnern, dass ich gehandelt habe? Ich hab random einfach wieder Shiny Hand gestreamt, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt immer streamen. Und ja, hab's dann bekommen. Es gab einen Lego-Baustream. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal einen gemacht, aber der lief gar nicht gut. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, ich mache nochmal einen und habe eine richtig coole, riesige Lego-Figur. Riesige Mini-Lego-Figur gebaut. Und ich bin sehr stolz. Was heißt stolz? Ich finde diese Figur sehr cool. Ich bin stolz, sie zu haben. War von dem Preis 50 Euro. Ich finde die Figur einfach cool. Lass mich, okay? Ich mag Lego. Power Wash Simulator habe ich gestreamt. Besser zu sagen, den SpongeBob DLC. Der war wirklich nicht lange und das war ein bisschen viel Geld, aber hey, Power Wash ist trotzdem ein sehr schwieriges Spiel. Und das sollte ich definitiv mal weiterspielen. Damn. Ahead in Time Sommer Events kam, habe ich gespielt. Ach Gott, ey. Ich muss wirklich den Winter Event, das Winter Event nochmal auf Twitch machen oder so. Und für Mützi, ich habe endlich den Splatoon 3 Story Mode durchgespielt. Mein Gott, und nächstes Jahr wird dann die gleiche Chance kommen mit dem Splatoon 3 DLC. Ich hoffe, er wird nicht so wie der Octo Expansion DLC. Ich meine, ja. Das war schwierig und sehr lustig, aber es war vor allem schwierig und ich hoffe, dass der Splatoon 3 DLC nicht so schwer wird wie der Splatoon 2 DLC. Ich habe es vorhin angeteased und im August war es soweit. Lego Indiana Jones 2 hat ein Re-Let's Play bekommen. Also sprich, ich habe das alte Let's Play natürlich abgebrochen und hier ein Together gestartet als neues Let's Play. Ich und Micha haben zusammen Lego Indiana Jones 2 hier im August angefangen zu zocken und ich habe sofort am Anfang gemerkt, ich komme viel, viel schneller an alles dran und vorbei und alles. Ich habe erst in der zweiten Folge in einem alten Let's Play angefangen, das erste Level zu spielen. Ich war in der zweiten Folge im neuen Let's Play schon im Level 3, 4, 5, keine Ahnung. Was ging da ab? Wie langsam habe ich bitte früher gespielt und wie schnell spielen wir bitte jetzt? Ist ein ganz nettes Spiel. Es gab mehr Zelda, Baba Is You existiert. Es kamen die letzten beiden Cringy Dingy Folgen mit Ben. Also, wenn ich sage die letzten Folgen, zum einen ja, das heißt die letzten Folgen von diesem Jahr, obviously, aber ganz ehrlich, es sind nicht wirklich, wirklich die letzten Folgen. Also, ich habe schon in der Zukunft geplant, so vielleicht wieder zurückzukommen zu Cringy Dingy. Jetzt gerade ist halt gar nichts Neues mehr reingekommen in den Einsendungen. Sonst ist immer so alle zwei Wochen so ein Video, aber jetzt wirklich gar nichts mehr. Und ich habe mich da an euch. Wenn ihr noch Lust habt auf Cringy Dingy, dann könnt ihr mir gerne Sachen reinschicken. Irgendwann ist genug drin, das sehe ich ja. Und dann irgendwann mache ich vielleicht wieder eine Folge, aber wenn nichts reingeschickt wird, gehe ich halt davon aus, dass ihr keine Lust mehr habt. Deshalb waren das auch die letzten beiden Folgen. Zumindest fürs Erste. Wie gesagt, ich möchte es nicht. Von mir aus möchte ich es nicht beenden, aber ich bin halt mehr oder weniger gezwungen so. Außerdem habe ich auch ein paar andere Reaction-Content, sage ich mal, vor.
mit zum Beispiel You Love, You Lose oder so, wenn ihr drauf Lust habt. Ich habe die Nendoroid Boyfriend-Figur ausgepackt. Normalerweise packe ich sowas nicht in Videos aus und ich hab ja noch zwei andere Nendoroids hier. Normalerweise packe ich sowas nicht in Videos aus, aber ich weiß nicht, ich dachte mir bei FNF so, oh mein Gott, deutsches FNF-Content, das wird bestimmt gut ankommen. Oder zumindest ist es was Besonderes für mich, weil ich bin gefühlt die einzige Person, wo noch FNF im deutschsprachigen Bereich Content zu macht, also zumindest will ich Content machen, aber mache ich im Moment gerade tatsächlich nicht, also sehe ich eigentlich gar nicht noch mehr dazu, aber bald bestimmt schon. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte. Ich hätte dieses Unboxing-Video fast gar nicht gemacht, weil ich kann mal hier ein Bild einblenden, wenn ich das noch finde, wie mein Setup da aussah. Es ist schrecklich gewesen. Also wirklich, ich war kurz davor zu sagen, nein, das ist alles nicht worth it. Ich mache hier länger das Setup, als die Folge aufnehme. Und in der Folge, was ich da gemacht habe, ich habe mit Box geredet, wie cool die aussah, hab's aufgemacht, hab seine Hände rausgenommen oder so und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich glaube, die meisten, die dieses Video angeschaut haben, auch nur rübergeskippt, wo man den Boyfriend sieht. Ich glaube, die wollten ja auch nur schauen, wie der aussieht und so. Das war's, halt weg wieder. Aber hey, es hat gut Aufrufe gemacht, also würde ich sagen, das Video hat sich schon gelohnt. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so die beste Person für Unboxing-Videos. Es gab eine Pokémon-Präsenz, war ganz okay. Es gab doch halt 50 neue Pokémon-Animes und es gab Stadium. Mann, ich mag Stadium. Max, wenn du das siehst, ich will wieder ein Quiz von V1 machen. Und Pikmin 4! Es ist endlich erschienen! Ich habe den ganzen Monat gesuchtet auf Twitch. Das war wirklich mein einziger Content auf Twitch. Ich habe die ganze Zeit gesuchtet. Fast jeden Tag. Und oh mein Gott, das Spiel ist so gut. Das Warten hat sich gelohnt. Es ist wirklich eins der besten Switch-Spiele und eins auch der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich kann euch Pikmin 4 nur empfehlen. Ich habe ja Pikmin 3 vorher die Story durchgespielt. Und da war ich ein bisschen wieder in Pikmin drin. Das war, weiß ich, also Pikmin 4, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach das beste Pikmin-Spiel, würde ich behaupten. Es ist nicht super kryptisch wie die alten Spiele. Ist aber trotzdem schwer wie die alten Spiele. Ich würde sagen, es hat so die Einsteigerelemente, die Pikmin 3 hatte. Aber trotzdem noch die Schwierigkeit, die Pikmin 2 hatte. Aber halt ohne diese kryptischen und traumatisierende Momente, die Pikmin 2 hat. Womit Pikmin 4 einfach noch viel besser in jeder Hinsicht ist. Es ist wirklich so ein richtiges 9 von 10 Game. Ich kann es euch nur empfehlen. Mehr Zelda, mehr Lego, Baba's UX, Junktopia! Ein weiteres Jackbox Game, was wir gezockt haben, was ich da auch mehrmals hochgeladen habe. Und ja, das waren auch wieder alte Aufnahmen, aber ich dachte mir irgendwie, komm, wir haben es letztens wieder gespielt, ich kann das mal rausholen und doch, ich finde die Videos sind gut geworden. Der erste Pokémon DLC kam raus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei den Schwert und Schild, ich glaube, es war vor 2 Jahren, habe ich den Schwert und Schild DLC gezockt, der lief view-technisch echt richtig gut, unerwartet, sehr unerwartet. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht wird es ja diesmal auch so offen. Der erste DLC hier, die grüne, türkise, grüne Maske, wie auch immer es hieß, mit Ogapon. War ein okayer DLC. Story war interessant. Gameplay war in Ordnung. Aber ich hab's tatsächlich genossen. Es war gar nicht mal so schlecht. Und videotechnisch war in Ordnung. Es war schon gut. Ich würde sogar sagen, war gut. Nintendo Direct. Ist noch relativ neu, würde ich sagen. Also, schaut es euch einfach an. Wie geil. Among Us! Pikmin 4 und Pikmin 3 habe ich gestreamt. Und warum habe ich Pikmin 3 gestreamt? Also, Pikmin 4 habe ich durchgespielt, bis halt auf diese letzte Challenge-Höhle. Auf die habe ich jetzt halt keinen Bock. Und vielleicht mache ich es auch gar nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall jetzt im Moment nicht. Und Pikmin 3 bin ich hin zurückgegangen, denn da hatte ich noch nicht alle Früchte. Ich hatte noch nicht 100% durchgespielt. Und dann habe ich es dann nochmal nachgeholt. Da in Pikmin 4 habe ich alle Gegenstände gesammelt. Alle Schätze. Und das wollte ich dann auch in den anderen Teilen nachholen. Somit erstmal Pikmin 3. Und die anderen beiden Spiele kommen dann noch. Ich weiß, glaube ich, noch, dass es so war, dass
Pikmin 1 und 2 in einem Zusammenbundle im September zwar rauskam, aber ich hatte erst im Oktober genug Geld dafür. Ich glaube, irgendwie so war das. Es kamen ein paar Trailer raus, die haben uns angeschaut. Einmal Mario Wonders Gameplay gab es sehr, sehr viel, was wir angeschaut haben. Ich war vor dem Trailer gehypt und auch nach dem Trailer war ich immer noch gehypt. Oh, und wir haben uns den FNAF-Film-Trailer angeschaut. Wir haben jetzt auch mittlerweile auch angeschaut. Also. Und ja, der FNAF-Film. Wie war der FNAF-Film? Wir haben ihn uns ja mittlerweile angeschaut und ja, ich fand den FNAF-Film gut. Er war unterhaltsam, er war in Ordnung. Story war, naja, es war offensichtlich, dass die Story ein bisschen anders wird oder abgeändert wird, als so wie man es kennt. Ich würde tatsächlich auch so weit gehen und sagen, die FNAF-Film-Lore ist eine andere als in den Spielen. Weil aus irgendeinem Grund gibt es in dem Film Vanessa. Und man weiß auch jetzt auch, in dem Film Vanessa weiß man auch, wo sie mit allem zusammenhängt. In den Spielen hast du keine Ahnung. Sie ist halt einfach Security Guard und Security Breach. Sie existiert und das ist irgendwann sehr wichtig. Im Film wird dazu auch sehr viel gesagt, wer sie ist und alles. Aber keine Ahnung, was zusammen. Egal. Film war okay. War unterhaltsam. Aber war sehr albern, der Film. Er war sehr albern. Er war nicht gruselig. Der größte Jumpscare ist die Tür, die aufgeschmissen wird oder so. Macht. Das war gruseliger als die Jumpscares, also die richtigen FNAF-Jumpscares. Und es war sehr albern, so einen Freddy zu sehen, der einfach den Main-Character so umarmt und so richtig glücklich schaut. Das ist irgendwie crazy. Ich habe ein Shiny Hunt gemacht zu Lavados und ein paar mehr Pokémon. Warum macht man das? Ach man, oh ey. Shiny! Shiny! Diablo 2 habe ich gezockt. Ich wollte unbedingt Diablo 4 endlich zocken, weil Diablo 4 ungefähr zu der Zeit oder ein bisschen vorher sogar schon rauskam, alle drüber geredet haben. Und ich konnte mir aber nur Diablo 2 leisten. Aber es hatte halt jetzt einen Rabatt, habe ich es geholt, war ganz cool. Ich habe es ja noch nicht fertig gespielt und ja. Ich habe sehr viel Karmesin, Zone 0, Shiny Hunting gemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, fast alle Shinies, die man in Pokémon Karmesin in Zone 0 finden kann. Von den Paradox-Pokémon. Mir fehlt halt wirklich nur noch dieses Donnersichelvieh. Dieses blöde Brutalwatten, den krieg ich noch. Revenge Hard Time mit uns in dem Sinn. Sieh uns zu in die Games hin. Im Oktober habe ich dann nochmal ein paar weitere Junktopia-Videos gemacht. Und dann, glaube ich, irgendwie Folge 3 oder so war dann das letzte geschnittene Video, was dieses Jahr rauskam. Im November. Werde ich dann auch sagen, warum? Den Pokémon-DLC habe ich zu Ende gezockt. Da musste ich, glaube ich, ganz am Ende im DLC nur noch gegen die schweren Trainer kämpfen. Das habe ich mir als letztes ausgesucht für dort. Habe ich jetzt den zweiten DLC übrigens nicht, habe ich jetzt andere Reihenfolge, aber kommen wir noch zu. Ja, das Ende vom ersten DLC, wo ich gegen die Trainer kämpfe, war nicht spaßig. Hat nicht so Spaß gemacht. Mein Team hat irgendwie nicht ausgehalten, aber ich hatte auch ein sehr seltsames Team gehabt und ja, ich habe einen freaking Stream gemacht zu Meat Boy. Ich wollte eigentlich durch dieses restliche Jahr hinweg Meat Boy streamen, aber ich habe es einfach nicht durchgezogen. Ich weiß auch nicht. Genauso wenig, wie ich wenig weiß, dass irgendwie gerade kein Feuerwerk mehr ist. Ich meine, wir haben jetzt noch keine 0 Uhr, aber es ist schon fast 0 Uhr, jetzt bald. Ist auch egal. Meat Boy ist ein Rage-Game, ist aber vom Gameplay her schon relativ spaßig und ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter streamen. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf YouTube oder auf Twitch mache. Wenn ich es auf Twitch mache, werde ich vielleicht ein Wort noch auf YouTube dann so nicht gelistet hochladen in der Playlist oder so. Haltet Ausschau, falls euch das interessiert. Und ja, ich habe dann einfach aufgehört mit Lego Indiana Jones 2 Videos. Wir waren irgendwo gegen Ende hin von dem zweiten Film. Wir haben einfach aufgehört. Einfach Pause gemacht. Ist das jetzt... Ihr fragt euch vielleicht, also für die Leute, die sich angeschaut haben, ihr fragt euch vielleicht,
Ist es jetzt vorbei? Macht ihr nur eine Pause? Wie sieht's aus? Ich kann euch sagen, es ist nicht vorbei. Wir werden auf jeden Fall jetzt entweder Januar oder Februar, gehe ich mal von aus, weitermachen. Warum wir da einfach aufgehört haben und jetzt eine Pause dafür eingelegt haben, ist einfach wirklich... Ich weiß, es wird jetzt, wenn ich den Anfang, niemanden interessieren, aber ist auch egal. Es liegt an Michael. Ich gebe ihm da jetzt keine Schuld oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur die Sache, dass Michael gerade zu der Zeit, oder auch jetzt teilweise immer noch, aber vor allem jetzt zu der Zeit, eine sehr, sehr schwierige Zeit durchmachen musste. Und dann haben wir halt gar keine Zeit mehr für Aufnahmen gefunden. Haben wir ab und zu noch getalkt, wir sind immer noch Freunde. So, jetzt denkt nicht irgendwie, ist was Schlimmes passiert. In seinem Privatleben ist sehr viel passiert. Und da hat er halt keine Zeit mehr gehabt. Ne, es gibt, er hat halt auch ein Real Life, das habe ich zum Beispiel nicht. Ich kann trotzdem dann einfach weiter zocken, auch wenn im Real Life, keine Ahnung, Krieg ausbricht. Keine Ahnung, ich würde trotzdem noch Videos auch machen. Ich meine, okay, mehr oder weniger ist auf der Welt Krieg ausgebrochen. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Es war nur ein Beispiel. Machen wir mal weiter. Auf jeden Fall, ja, Lego kommt noch. Ich habe Mario Bros. Und Super Mario Bros. Und natürlich auch Super Mario Wonders Bros. Gespielt. Und ja. Mario Bros. 1 hatte ich schon seit Ewigkeiten geplant. Und das Let's Play war ein bisschen anders als erwartet, wie ich es wollte. Aber es war trotzdem solide. Ich hatte eigentlich danach noch, eigentlich wollte ich ein komplettes Marathon machen von Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3. Hat gar nicht mehr geklappt. Es hat zeitlich alles nicht mehr geklappt. Ich hätte das viel früher anfangen müssen. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich Mario Bros. 1 und Mario Bros. 2 und vielleicht noch ein ganz kleines anderes Mario Bros. 2. Ich wollte auch noch ein großes, ich sag mal, Documentary-Video machen, Essay-Video über Mario Bros. 2, aber es ist nicht das, was ihr denkt vielleicht. Doki Doki Panic ist das eigentlich, Lost Levels ist eigentlich, keine Ahnung, nicht sowas, sondern ein bisschen deeper als das, ein bisschen mehr Background dazu. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ich habe noch vor, es zu tun, ich habe gar keine Ahnung wann, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe auch noch zu der Zeit eine Minecraft-Map gebaut. Also so ähnlich wie den ersten Escape Room, den ich gemacht habe, so eine ähnliche Map. Habe ich immer noch rumliegen hier. Ich habe noch nicht 100% alles Footage, was ich dafür brauche, um das anzufangen. Und ich habe es dann irgendwann wieder vergessen. Um zu Mario Wonders zurückzukommen, ist ein sehr tolles Spiel. Pikmin 1 und 2 habe ich mir endlich leisten können. Habe ich dann auf Twitch gezockt. Pikmin 1 war super schnell vorbei. War auch relativ einfach und ganz ehrlich, Pikmin 1 ist es nicht das Geld wert auf der Switch. Also das Spiel ist wirklich kurz. 10 Stunden, vielleicht weniger. Das ist wirklich ein sehr kurzes Spiel. Kann ich nicht empfehlen, wenn ich es einfach nur einmal kurz durchgespielt haben wollte und mehr nicht. Weiß ich nicht. Also dafür ist es zu viel Geld auf der Switch. Der zweite Teil jedoch, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, nein, weil es ist wirklich ein Psychological Horror Game, das Spiel. Ich meine das ernst, wenn ich das sage. Ich bin immer noch traumatisiert von dem zweiten Teil. Das ist nicht nur der schwerste Pikmin-Teil, es ist auch noch der, verstörend, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es gibt jetzt nicht viele gruselige Momente, es gibt einfach, ja, doch, irgendwie schon gruselig. Irgendwie, schaut euch einfach die Streams an oder die Clips dazu. Ich werde es auch nächstes Jahr durchspielen. Ich habe einen Monkey Island Stream gemacht. Der Grund für diesen Monkey Island Stream war wirklich einfach nur, weil wir den Monkey Island DLC für, oder Erweiterung, oder kostenloses Erweiterungsding auf jeden Fall für Sea of Thieves gezockt haben. Und dann irgendwie meinte, hey, spiel doch mal Monkey Island. Und ich habe gesagt, okay, aber ausprobiert. Oh nein, im Oktober war mein Geburtstag. Yay! Lange konnte ich aber nicht durch den November feiern. Geil, gegen Ende hin kommt jetzt endlich mal Feuerwerk, aber egal. Im November habe ich Mario Wonder natürlich weitergezockt. Ich glaube, ich habe sogar da beendet in dem Monat. Und, ja, das Allerschlimmste in dem Jahr ist passiert. Und auch einer der absolut schlimmsten Momente in meinem Leben sind passiert. Mein PC war für ein paar Wochen dead. Aber was heißt ein paar Wochen? Ich glaube, es war wirklich nur eine Woche oder so. Aber er war auf jeden Fall für mehrere Tage dead und meine
Mut auch. Ich hatte solche Angst, dass alles kaputt ist, dass ich so viel Geld auftreiben muss, dass dies, das, anderes passiert. Vor allem konnte ich auch gar keine Videos machen für euch. Ich hatte zwar noch eins hochgeladen, weil ich noch Thumbnail geben wollte und alles, aber ich wollte erstmal warten. Kleines Update zu dem PC. Ich habe den dann, also der PC war dood. Ich hatte irgendwie sehr viele Probleme mit dem. Ich habe auch aus Versehen den Bildschirmadapter kaputt gemacht. Ich dachte aus irgendeinem Grund, das hätte auch was mit meinem PC zu tun. Das war aber mein Bildschirm, hatte nichts damit zu tun. Basically, wie es passieren konnte, PC aus, PC an, er geht nicht mehr an. Einfach so. Wirklich einfach so. Ich weiß mittlerweile, woran es lag. Ich dachte anfangs irgendwie, es liegt an Windows, weil ich mit meiner Hauptfestplatte Probleme hatte mit Speicher und dann vielleicht Windows da kaputt ist, habe ich mir vorgestellt. Das war es aber, glaube ich, nicht. Jedenfalls, meine Festplatte war das Problem. Einer meiner drei Festplatten. Glücklicherweise die am unwichtigsten ist. Oder am zweitunwichtigsten, könnte man auch sagen. Auf jeden Fall einer der unwichtigeren. Sind trotzdem wichtig und ich vermisse sie, aber die war kaputt. Also die konnte gar nicht mehr gelesen werden. Wirklich gar nicht mehr. Trotzdem, mein PC geht jetzt wieder. Seit über einem Monat. Ich bin komplett zufrieden. Ich bin froh, dass es wieder geht. Ich muss jetzt mit weniger Space auf meinem PC auskommen, aber ich guck mal, wie leicht ich das noch schaffe. Bis ich mir dann irgendwann eine Solution dafür hole, eine neue Festplatte oder so ein Kack, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das Problem, dass ich natürlich sehr viele wichtige Dateien auf meiner Festplatte hatte. Hälfte davon sind Steam-Spiele. Okay, ist nicht schlimm. Ich meine, Steam hat Cloud-Save, das heißt, bei meisten Spielen wird der Speicherstand sowieso online gespeichert bei Steam. Wenn man das einschaltet, ist es automatisch auf an. Also ist es an. Außerdem, ich kann die Spiele einfach neu installieren und dann zocke ich einfach weiter. Vor allem bei Online-Games macht das überhaupt keinen Unterschied. Na, das ist ja so ein Ding. Aber ich hatte da auch wichtige Dateien drauf. Alles, was ich in den letzten Jahren gedownloadet habe, weil ich habe den Download-Ordner nie gewechselt. Sollte ich jetzt mal ändern. Der Sommer ist auch so voll. Müsst ihr vorstellen, das ist eine 1TB Festplatte gewesen. Die Hälfte davon Spiele. Die andere fast Hälfte Download-Dateien. Und dann kommen die wichtigen Dateien. Dieser kleine Prozentsatz, die wichtigen Dateien, meine Dokumente. Alles, was ich in meinen Dokumenten, meinen Dokumentensachen hatte. Und noch ein paar andere Sachen in Downloads, die ich wahrscheinlich nie wieder downloaden kann. Alles futsch. Denn, wenn ich die Festplatte jetzt reparieren wollen würde, müsste ich dafür, ja, sagen wir mal so knapp 700 Euro oder so ausgeben. Ja, 700 Euro für eine Festplatte. Da hatte ich so diesen Geschmack im Mund, diesen... Noch schlimmer als eine Nintendo Switch Cartridge zu lutschen. Also, ich habe wirklich, wirklich viel darüber nachgedacht. Will ich jetzt wirklich die nächsten Monate dafür mein Geld sparen, nichts kaufen, nicht weiterkommen im Leben, damit ich die Festplatte repariere? Und ich musste die schwere Entscheidung treffen. Nein. Nein. 700 Euro für eine Festplatte mit ein paar Gigabyte an Dateien, die wirklich auch wichtig sind. Vielleicht hätte ich den Preis auf 500 oder so runterhandeln können. Aber selbst das, 500 Euro ist immer noch viel. Also, weiß nicht, ob das überhaupt geklappt hätte. Wäre nur eine Idee gewesen. Auf jeden Fall, diese Dateien habe ich nicht mehr. Und ja, mir fehlen generell viele Dateien jetzt. Ich fange seit über einem Monat auf bei Null an. Bei meinem Programm habe ich alles neu installieren müssen. Da fehlt mir jetzt einfach alles. Deshalb... Ich glaube, ich habe auch bisher nur ein einziges Mal, seitdem ich meine neuen Programme habe, ein Video geschnitten. Und das war ein YouTube-Poop, was ich auf meinem zweiten Kanal gemacht habe. Also nicht mal für meinen Hauptkanal. Also ich muss erstmal wieder ins Editing wieder reinkommen. Und das werde ich auf jeden Fall noch. Ihr könnt, ehrlich gesagt, im Januar wieder geschnittene Videos erwarten. Was ihr erwarten könnt, seht ihr dann am Ende dieses Videos. Seid gespannt. Egal, zu viel über meinen PC geredet, hat mich wahrscheinlich sowieso nicht interessiert. Ich war dann back und mir war es auf jeden Fall wichtig, dass ich meinen PC noch zurück hatte, bevor Mario RPG rauskam. Hat geklappt und Mario RPG hat angefangen. Ja, ich habe blind Mario RPG gespielt und Mario RPG ist so ein Spiel,
Ich werde da ständig gefragt von Leuten, weil ich denen sage, ja, ich spiele gerade so Mario RPG. Und dann sagen die, ja, ich habe davon gehört, aber ich weiß gar nichts darüber, ob das ist gut oder so. Wirklich sehr viele Leute sagen, dass Mario RPG, dass sie, ich glaube, das Spiel hat sich auch nicht so gut verkauft, weil die meisten sich denken, weiß nicht, ob mir das gefällt. Mario RPG ist irgendwie komisch. Ich glaube, das Marketing hat früher auf dem SNES viel besser funktioniert, als es heutzutage tut. Weil ich glaube, die meisten Leute, die sich das holen, sind entweder Leute, die es damals gespielt haben, oder Leute, die sich dafür interessieren, so wie ich. Ich denke aber, bei Thousand Year Door wird das dann anders sein. Vor allem, weil Thousand Year Door viel mehr Hype hat als Mario RPG. Bei Mario RPG haben es größtenteils nur die Geno-Fans, die diesen Hype haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns beiden und unter uns, wie viele Leute auch immer hier zuschauen. Ich finde Mallow irgendwie einen interessanteren Charakter. Sorry, dass ich das so sagen muss, jetzt wo ich es gespielt habe. Mallow ist irgendwie interessanter. Keine Ahnung. Und da ich ja auch keine Videos mehr gemacht habe, keine geschnittenen, sondern nur noch Let's Plays, hat da im November wirklich mein Let's Play Downfall, wie ich ihn nennen möchte, angefangen. Und zwar habe ich wirklich alles vernachlässigt. Ich habe nur noch die Gedanken gehabt, okay, ich muss jetzt nächste Let's Play-Folge rausrushen, da nächste Folge. Es hat nicht, die Qualität hat nicht geschadet drunter. Versteht mich nicht falsch. Ich würde niemals ein Let's Play hochladen, wo ich mir denke, boah, die Folge würde ich mir niemals anschauen, die ist einfach kacke. Das würde ich nicht hochladen. Aber, ehrlich, es ist ein riesiger Unterschied, wenn du dir sagst, okay, jeden Freitag oder jeden Samstag, Sonntag, ein geschnittenes Video, jede Woche. Und dann der Unterschied mit jetzt gerade, jeden Tag ein Let's Play Video, egal was kommt. Jeden Tag eine Let's Play Folge. Das ist zwei unterschiedliche Welten. Und es macht meinen Kanal irgendwie langweiliger. Alles über das gleiche Thumbnail, überall nur Mario RPG, Mario RPG, Mario Wonders, Mario Wonders, Mario Wonders, Mario RPG, immer das gleiche. Nicht dazwischen irgendwann mal was anderes, immer eine Abwechslung. Das werde ich hundertprozentig ändern jetzt. Aber ja, November, Dezember ist das einfach passiert. Ich konnte da nichts gegen machen. Oh, und ich habe Pikmin 2 weiter gestreamt. Ja. Dezember! Mario RPG habe ich den Story Mode komplett durch. Es werden da noch ein paar Folgen zu kommen. Ich wollte es eigentlich jetzt früher fertig machen, aber es ging nicht, denn der Pokémon, zweite DLC, hier die Scheibe, die indigo-blaue Scheibe der DLC, der kam raus. Und ich finde den DLC selber, jetzt wo ich die Story auch durch habe und noch einige After-Story-Sachen machen muss, wirklich einige After-Story-Sachen, wie im ersten DLC, da dachte ich, ich finde die Story interessant, ich finde die Characters cool, aber das Gameplay, Junge. Das ganze BP-System, ey, das ist nicht nur super Let's Play unfreundlich, weshalb auch so, warum ich immer so am Struggeln bin, da Videos rauszuholen. Nicht nur das ist so schlimm, sondern generell das System, wie du BP bekommst. Spiel das Spiel einfach, basically. Fang Pokémon, besiege Pokémon, fotografiere Pokémon. Das ist, oh Gott, sorry, aber ich finde das System nicht nur langweilig, sondern auch übelst nervig, weil du brauchst in dem Spiel so Zehntausende und Tausende und Tausende weitere Punkte, um alles freizuschalten. Du kriegst pro Mission irgendwie zweistellig. Bisschen was. Zehner, 50. Das ist schrecklich, ehrlich. Also. Zum Glück kann ich das jetzt zu zweit spielen und ein bisschen schneller farmen. Das werdet ihr dann in den nächsten paar Folgen sehen. Keine Ahnung, wann die kommen. Nächsten Tage definitiv. Aber es dauert einfach ein bisschen. Aber, wenn ich mal über was Positives reden kann. Der DLC ist für meinen Kanal selber sehr geil gewesen. Denn mein Kanal ist gerade am besten Standpunkt, wo er jemals war, würde ich mal behaupten. Jede Folge hat hunderte von Aufrufen im Moment. Und das ist einfach absolut geil. Ganz ehrlich, große Liebe an euch allen, die gerade den DLC schauen. Ihr seid die Besten. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, wenn so viele Leute sich dafür interessieren. Ja.
Das ist ähnlich wie beim Schwert und Schild DLC damals. So, tatsächlich würde ich jetzt sagen, jetzt ist es viel besser, weil jetzt ist es konsistent mehrere hunderte von Aufrufen. Und damals war es halt nur ein, zwei Videos, die rausgeschickt haben. Jedenfalls, der DLC wird bei mir weitergezockt. Ich kann nur gerade nicht so schnell Videos rausbringen, denn ich muss halt, wie gesagt, sehr viele BP farmen und ich bin da langsam zu drin, weil ich keinen Bock habe. Verständlich, oder? Ist, glaube ich, verständlich. Den werden wir auf jeden Fall noch im Januar durchspielen, genauso wie Mario RPG und weitere Sachen. Oh, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, aber ich pack's mal irgendwo zwischendrin rein. Den Adventskalender, den habe ich ja immer jedes Jahr gemacht, 2020. Dieses Jahr habe ich ihn ausgelassen. Ist, wie gesagt, geschnittene Videos war wirklich einfach super schwer für mich in diesem Jahr. Ich hatte auch nicht wirklich viele Ideen, viele Möglichkeiten. Also habe ich einfach gesagt, Cut, dieses Jahr kommt keiner. Es tut weh, vor allem wenn es so eine jährliche Tradition ist. Aber hey, sowas wie Silvester feiern kann ich dieses Jahr auch nicht, also das wird wohl auch gecuttet. wie gesagt, es tut mir leid, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich einen geben. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, weil ich mich auf andere Sachen fokussiert habe und noch etwas am Kochen bin, sage ich mal. Den werdet ihr Anfang nächstes Jahres dann sehen, was ich genau gekocht habe. Es wird ein riesiges Fest, ein riesiges Video. Okay, also riesig jetzt nicht so jetzt von der Stundenzahl, sondern eher so von... Ja, das wird ein gutes Video, sagen wir es so. auf das wollte ich mich fokussieren. Und da habe ich mir stattdessen gedacht, komm... tue ich einfach jetzt sehr, sehr aktiv auf Twitch streamen. Und das habe ich auch getan. Zwar nicht jeden Tag oder so, wie es anfangs wollte, aber schon so alle paar Tage. Und es hat auch gut funktioniert. Und wir schauen mal, wie weit ich es noch hinkriege. Ich habe Leave a Company entdeckt. Ist ein Horrorspiel, was man zusammenspielt im Proximity Chat, wo man Schätze sammelt. Und ja, es gibt gruselige Dinge, die im Dunkeln lauern. Und das Spiel ist echt... super. Es ist nicht nur lustig, sondern wirklich gruselig und ein Spiel, was sowohl lustig, wo man lacht, als auch gruselig ist, wo man ganz still ist und 5 Minuten an Nick sagt, weil man keine Ahnung was gerade passiert. Das ist einfach ein tolles Spiel. Ganz ehrlich, ich kann Leave a Company nur empfehlen und wir werden es auch noch weiterhin zocken. Nur kann es halt nicht so oft gezockt werden, weil das Spiel macht mit Freunden oder mit mehreren Leuten mehr Spaß und... dann warte ich dann wirklich lieber, bis wir die Leute zusammen haben, als dass ich da alleine durchrenne. Das macht ein bisschen weniger Spaß. Ja, durch Chris bin ich auch wieder zurück zu Dead by Daylight gestoßen. Eigentlich ein Spiel, was mich nicht super doll interessiert hat, weil ich ab und zu mal früher gespielt habe. Ja, Chris ist richtig krass drin in dem Spiel gewesen. Und hat mich irgendwie angesteckt. Ich bin im Fieber wieder. Er hat mich so sehr angesteckt, dass ich wieder im Fieber bin und ab und zu wieder Dead by Daylight zocke. Und... auch wieder Geld für DLCs ausgegeben habe, die ich sonst nie gekauft hätte. Und... ja, Dead by Daylight ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, wie oft ich das streame. Ich zock's eigentlich öfter, größtenteils, wenn dann privat. Aber, ja. Hab hier noch und da noch ein paar Shinies nebenbei gefangen. So, ne. Hier und da noch mal ein bisschen Pikmin 2 gestreamt. Vor ein paar Tagen habe ich die größte Challenge gestreamt, die ich dieses Jahr oder in den letzten Jahren gemacht habe. Ich rede hier von meinem 36-Stunden Livestream. Der war jetzt vor ein paar Tagen. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig erholt davon, aber ja, für die Leute, die es wissen wollen, ja, ich bin wirklich 36 Stunden lang wach geblieben. Ich habe nicht einmal zwischendrin geschlafen. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Powernaps zwischendrin gemacht. Nicht mal das. Und das hatte ich früher in den 24-Stunden-Streams gemacht. Also... ich bin da von 10 Uhr morgens bis nächsten Tag 22 Uhr wach geblieben. Also nein, stimmt nicht. Ich bin ein bisschen früher aufgewacht, ein bisschen länger wach geblieben. Also eigentlich war es wirklich wie so 42 Stunden, ich wach geblieben bin. Aber der Stream selber ging nur 6 Tage. Ist egal. Stream war zur Hälfte geil und zur Hälfte echt super anstrengend. Und zwar habe ich größtenteils tatsächlich nicht gegen meine Milch gekämpft zu haben, sondern gegen andere Schmerzen, die ich mal in meinem Körper hatte. Überall rund um meinem Körper hatte ich irgendwo Schmerzen. Und die waren für mich schlimmer als, ja, mein Schlaf. Mein Mangel an Schlaf. Meine Schlafprobleme. Ich hab jetzt im Moment, nach dem Stream jetzt, immer noch ein paar Probleme mit Schlafen. Und
Was heißt mit Schlafen? Also Schlafen geht im Moment. Ich kann schlafen, ich kann einschlafen. Aber ich weiß auch nicht. Ab und zu komme ich gar nicht mehr klar. Bin wieder in diesem Modus drin, den ich hatte in dem Stream. Und dann manchmal bin ich so, wie jetzt gerade ganz normal, ich kann mit euch reden. Hi Leute, ich hoffe, ihr habt schon ein Like da gelassen. Wenn nicht, dann macht mal. Und ja, so ganz normal, ne? Wisst ihr, was ich meine? Es war vor allem morgens so. Ich habe immer einen Wecker gestellt. So, für jetzt für die freien Tage, die ich jetzt gerade habe. 10 Uhr morgens oder so. Passt schon. Ich leg mich schlafen. Wecker klingelt. Ich wach dann nochmal auf. Es ist schon 13 Uhr. Also so lange wollte ich nicht schlafen. Ich glaube, mein Körper will einfach immer noch immer mehr und immer mehr schlafen. Vielleicht zum Ausgleich. Keine Ahnung. Aber ja, der Stream existiert. Hat existiert. Könnt ihr euch auch noch im Nachhinein anschauen, ist alles verfügbar, über alle Streams, die ich hier rede, alle Videos, die ich hier rede, sind alle verfügbar, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, jetzt sind wir hier. 31.12., wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon entweder, wir sind zu Release, 1.11.2021, hab ich auch eins gesagt? 1.1.2024, oder ist jetzt immer in der Zukunft, keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich jetzt nochmal ein paar Wünsche fürs nächste Jahr äußern. Ich möchte mein Let's Plays beenden. Pokémon wird ja noch irgendwie einen weiteren Mini-DLC bekommen. Im Januar irgendwann. Der wird natürlich dann auch noch gezockt. Ich muss da den Pokédex voll machen, muss BP farmen. Dann bin ich irgendwann durch mit dem Game, aber wirklich, müsst ihr euch das so vorstellen. Ich habe im Januar Pokémon Karmesin gezockt. Ich habe im Januar Pokémon Karmesin gezockt und ich habe im Dezember Pokémon Karmesin gezockt. Ich habe also das Jahr angefangen mit Pokémon Karmesin und habe es beendet mit Pokémon Karmesin. Das Spiel verfolgt mich das ganze Jahr lang schon. Hilfe! Nee, so ist es nicht wirklich gelaufen, aber es ist irgendwie schon lustig, so drüber nachzudenken. Na, wie gesagt, das will ich durchspielen. Mario RPG möchte ich durchspielen. Ich möchte Baba Is You irgendwie vielleicht noch durchspielen. Ich möchte Lego Indiana Jones 2 auf jeden Fall noch durchspielen. Ich will wieder zurückkommen mit meinen gecutteten Videos. Vielleicht mache ich auch hier und da ein paar kleine Best-ofs. Oder VR-Videos, habe ich schon ewig geplant. Mal gucken, was dann kommt. Das war's dann erstmal von meiner Seite aus. Danke, dass ihr euch hier den Silvester-Talk angehört habt. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Jahr. Lasst mich gerne wissen, wie es bei euch ausgesehen hat. Oder jetzt im nächsten Jahr. Für euch aussehen wird. Wir sehen uns wahrscheinlich direkt morgen wieder oder so. Bis dahin, noch einen guten Rutsch ins Jahr. Ciao, aus die Maus. Bis denne, bis de denne. Amogus.